Hallo und herzlich willkommen zurück bei Blackguards, wo wir letztes Mal ziemlich auf die Schnauze bekommen haben, aber uns geht es doch noch ganz gut und irgendwie ist hier noch was offen im Landsitz des Folterers, deshalb würde ich da fast nochmal reingehen und mir angucken, was der letzte Raum denn noch so beherbergt. Doch erst einmal ganz kurz zum Ton. Ich habe die letzte Session, die hört sozusagen mit dieser Folge auf, beziehungsweise die neue Session fängt mit dieser Folge an, habe ich den Ton etwas lauter gehabt, das heißt also vor allen Dingen die Musik. Ich habe das jetzt korrigiert, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass man im Menü irgendwie nochmal auf die Optionen gehen muss, damit auch diese veränderte Toneinstellung wirksam wird. Und ich hoffe, dass das jetzt soweit funktioniert. Ich werde jetzt, wir haben ja doch einigermaßen gute Werte hier, einfach mal hier nochmal reingehen und mal gucken, was uns hier noch erwartet. Denn der Hausherr liegt ja schon am Boden. Noch mehr Entführte. Noch mehr Entführte. Hier, die müssen wir natürlich befreien. Das ist gut, dass wir hier reingegangen sind, denn immerhin müssen wir ja Gerechtigkeit walten lassen. Und das tun wir mit der Axt. Zwei von den Vögeln sollten wir eigentlich relativ schnell durchkriegen. Ich glaube, hier lohnt es sich gar nicht mehr groß, noch einen Meisterschutz draufzusetzen. Ich greife einfach so an, direkt. Über den Zwerg kann ich ja drüber schießen. Das finde ich nach wie vor echt geil. Finde ich einfach schön. So, der kriegt auch schon mal einen drauf. Ich versuche mal wieder, mich an die Hotkeys zu orientieren. An den Hotkeys zu orientieren. Und zwar den Zweier ist das bei ihm. Ich sollte die vielleicht mal gleichsetzen. Huch, what? Der ist aber mal ganz schnell weggelaufen. Der wusste schon, was ihn erwartet, wenn er da stehen bleibt. So, hier ist es nämlich der Dreier. Das muss ich mal ändern. Ah, die Magier sind wieder auf der Höhe der Zeit. Die wissen ganz genau, wie und was sie machen müssen, aber der Erste liegt am Boden. Gott sei Dank ist Fogrim da etwas zuverlässiger. Und sie hier, sie war noch eine Halbelfe, glaube ich, ne? Niam. Ebenfalls. So, jetzt muss ich erstmal mit ihm laufen. Dann laufen wir mal hier hin. So. Vergiss es, Alter. Mit deinem Holzknüppel kommst du nicht weit. Dann machen wir mal den Einser. Ah nee, das ist der Feuerball. Huhuhu. Jetzt hätte ich beinahe den falschen genommen. Das ist die 7. Nein. Ah, jetzt habe ich doch den falschen. Aber der trifft sowieso nicht. Ist ja so, was soll ich denn da so groß sagen? So, auf geht's. Rums. Einmal und noch einmal. Ich glaube, das müsste es dann gewesen sein. Immerhin hat er nur noch einen. Zack. Ein Goblin. Ihr befreit mich, ja? Ja? Tja, wir sind ja sowieso schon Freunde der Goblins. Wir haben sogar Holzzimmer von ihnen bekommen. Komm, der guckt so süß. Diese Augen, ich kann nicht widerstehen. Raus mit dir. Danke, danke, danke. Hier, nimm, nimm, nimm. Geschenk. Oh, noch mehr Holzwürmer. Ein Knochen. Nicht Knochen, Schlüssel. Für größten Schatz von ganz Fürstentum Sulak. Ja, 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 weg mit dir, Stinker. Ist Schlüssel. Interessant. Vielleicht ist es tatsächlich ein Schlüssel. Kann das sein, dass jetzt der Dialog etwas leise gewesen ist? Ich glaube ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach hier festzustellen. Deshalb gehe ich jetzt hier nochmal in die Optionen. Nochmal Optionen. Und mach mal die Sprache ein bisschen lauter. So, ich hoffe, das passt jetzt. So, weiterspielen. Und wir sind hier tatsächlich mal durch und können jetzt wieder zurück auf die Weltkarte. Alles haben wir ja erledigt. Huch. Und jetzt würde ich fast denken, dass wir mal... Oh, ich habe hier... Das ist auch noch ein Bug irgendwie. Jetzt momentan kann ich die Maus nicht richtig bewegen. Das ist irgendwie strange. So, ich hoffe mal... Ah, nee, geht doch noch nicht. Ich werde mal versuchen... Wo muss ich hin? Ach komm, ich gehe einfach irgendwo hin, wenn ich irgendwo hinkomme. Warte mal, ich muss nach oben, hier nach Drohl. Komm schon, nach Drohl, ja. Gott sei Dank. So. Ich könnte auch rasten, habt ihr ja gesagt.
ist ein bisschen günstiger wohl als zur Heilerin bzw. zum Wirt zu gehen. Ich mach das jetzt nochmal. Der muss ja auch was verdienen. Danke. Oder? Der muss doch auch was verdienen, der arme Wirt. So. Jetzt kann ich wieder meine Maus bewegen. Hervorragend. So, jetzt müssen wir mal, also ich muss auf jeden Fall mal in das Questlog gucken, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was jetzt gerade angesagt ist. Morbal. Niam wird uns abseits der Straße nach Morbal führen. Ich sehe nur Mikram. Morbal ist hier unten, alles klar. Überquert die Grenze bei Morbal. Das ist unsere Hauptquest. Wir haben keine Nebenquests mehr. Alle, haben wir die schon gemacht? Wir haben ja vorher schon Telemache. Achso, das müssen wir auch noch machen, das stimmt. Haben wir noch nicht alles gefunden. Landstreicher, Landsitz und Kaleba. Ich glaube, wir müssen weiter nach Morbal reisen. Deshalb gehen wir mal nach Kaleba. Und da mussten wir auch noch irgendwas ausrichten von einem Landstreicher, seinem Bruder, soweit ich das in Erinnerung habe. So. Bettler. Warum so finster? Alle glauben, die Welt geht unter. Ich glaube da nicht dran. Immer das Gleiche. Die Götter sind zornig. Ich glaube nicht dran. In den Sümpfen soll's spuken. Ich glaub nicht dran. Habt ihr eine Münze für mich? Mein Frettchen ist krank. Ich glaub nicht dran. Also komm, wertvollen Silbertaler geben oder Heller geben. Wir sind ja immer die guten Menschen, ne? Komm, Frettchen. Ein Frettchen ist krank, da muss man wirklich mal hinlangen. Mein Frettchen wird's euch danken. Ja, ich glaub nicht dran. Ich noch was. Ich hatte mal ein Schwein, Fränkel. Wenn ihr Fränkel findet, geht mit ihm bloß nicht auf den Friedhof. Er buddelt ja immer überall. Bitte lasst uns gehen. War auch mein Gedanke jetzt. Kommt. Jetzt habe ich einen Silbertaler in Sand gesetzt. Damn it. Na gut, was haben wir hier? Die Wirtin. Sarino. Sex zum Gruße. Wie kann ich helfen? Angosch, der Großling sieht genauso aus wie der andere Großling. Ha, das ist der Zwillingsbruder. Wir sollen doch von Onaris grüßen. Ihr seid Sarino, nehme ich an. Ja, warum fragt ihr? Euer Bruder Onaris lässt euch grüßen. Onaris? Wie? Was ist? Der Großling verliert seine Gesichtsfarbe. Dieser Gruß ist eine Todesdrohung. Mein verdorbener Zwillingsbruder Onaris will mich umbringen. Wieso das denn? Was denn da für eine Familienfehde im Gange? Warum will euer Bruder euch umbringen? Er ist eifersüchtig. Auf mein erfolgreiches Geschäft. Auf meine Frau. Ich hatte Glück, er hatte keins. Darum hasst er mich. Er wurde aus dem Fürstentum verbannt, weil er mich erschlagen und mir Celia nehmen wollte. Jetzt heißt es, er oder ich. Echte Bruderliebe. Allerdings. Tja, jetzt ist die Frage, wer von den beiden die Wahrheit sagt. Ich werde mal die Hilfe anbieten. Können wir euch irgendwie helfen? Vielleicht, ich schlage euch einen Handel vor. Sehr gut. Ich habe eure Steckbriefe gesehen. What? Kümmert euch um meinen Bruder und... Nun ja, ich sage niemandem, dass ihr hier gewesen seid. Das würden wir euch ohnehin raten, Freund. Außerdem ein Buch. Ah. Ein Zauberbuch. Ah. Ein seltenes Zauberbuch. Oh. Ich habe das Buch von einem Schuldner. Was weiß ich schon damit anzufangen. Korrekt. Aber für euch mag es sehr wertvoll sein. Allmählich wird das Märchen interessant. Definitiv. Sollen wir euren Bruder töten? Das ist meine direkte Frage von Naurim. Wir sollen euren Bruder beiseite schaffen? Schockierend, ich weiß. Mein eigener Zwilling. Aber solange er lebt, ist Celia nicht vor ihm sicher. Manchmal muss man bis zum Äußersten gehen. Manchmal muss man bis zum Äußersten gehen. Oh, da war ein Sprung in der Matrix. Ich habe ein Déjà-vu. Tja, das Blöde wäre jetzt bloß, wenn der eine gespaltene Persönlichkeit hat, dann würden wir ihn selbst umbringen oder er sich gerade suizidieren, indem er uns anheuert. Wir kümmern uns darum oder niemals Quest beenden. Tja, liebe Freunde, sollen wir auf den düsteren Pfad des Meuchelmörders gehen? Natürlich! Wir kümmern uns darum. Bitte lasst meinen Bruder nicht leiden. Ach. Er trägt einen Anhänger, von dem er sich niemals trennt. Bringt mir den als Beweis für seinen Tod. Das ist immer gut. So, jetzt zeig uns nochmal, was du im... Was habt ihr anzubieten? ...im Lager hast. Gibt's da irgendwas Interessantes? Ledermantel, 50%.
Was haben wir denn hier noch? Ah, ein Federhut. 40%. Ich glaube, da sind unsere Kapuzen besser. Lederharnisch. Lederhelm, Lederharnisch, Lederbeinige, gehärtete Stiefel. Das könnte nicht uninteressant sein. Unsere 78 Dukaten, sind die da mit einer Tasche nur? Ob die da gut investiert sind? Antidot und Zaubertränke. Wir haben ja gar keine Zaubertränke mehr, soweit ich das... Oh ne, das stimmt gar nicht. Wir haben sogar ziemlich viel Zeug. Und wir haben auch noch ein Buch. Zwei Bücher. Ah ne, die 13 Lobpreisungen des Namenlosen ist ein Quest-Item. Zaubertränke haben wir auch noch. Ich glaube, das mit dem Lederharnisch ist gar nicht so blöd. Mal schauen, ob der, Rüstung aus gekochtem Leder ist preisgünstig, bietet aber dennoch ausreichend Schutz. Ich glaube nämlich, dass der nicht, wenn ich das richtig sehe, dass der möglich ist, den auch für Zauberer anzuwenden. Ich kaufe den jetzt mal. So, schließen. Ende. Die Götter mit euch. Gucken wir einmal ganz kurz durch. Wer hat denn diesen Lederharnisch an? Beziehungsweise die Lederbeinlinge, das sind doch im Endeffekt beide Zauberer. Sergeant Rumpel hat auf jeden Fall Lederbeinlinge und Lederstiefel. Da passt doch dieser Lederharnisch gar nicht so schlecht dazu. Gucken wir mal. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da kann ich die wenigstens mal unterscheiden, die zwei Vögel hier. Den Gambeson könnten wir natürlich verkaufen und die Stiefel können wir auch verkaufen. Ich gebe ihm jetzt mal... Tja, soll ich ihm die geben oder soll ich ihm diese hier lassen? Weil eigentlich sind die jetzt nicht wirklich unterschiedlich. Und er hier, da fehlt noch die Gambeson-Handschuhe und die Gambeson-Hose. Ja, dann sollten wir das vielleicht mal so lassen. Können aber noch mal ein paar Sachen verkaufen. Warum so finster? Alle glauben immer das gleiche. In den habt ihr nicht. Ende. Kommt. Oh, Händler von Chaleba. Das ist interessant. Warum mit dem konnten wir noch was reden. Moment. Der Händler hier scheint ein guter Mann zu sein. Das ist wahr. Er betet viel zu Praios. Geht jeden Abend mit seinen Knechten zum alten Praios-Schrein. Auf dem Wirselberg. Interessant. Kommt. War der Praios-Schrein nicht auch was, das wir noch herausfinden mussten? Was habt ihr? So, erstmal verkaufen. Zack. So, Rüstungen haben wir alle verkauft. Dann gehen wir mal auf Waffen. Weil man, haben wir noch Rüstungen? Nee, haben wir nicht mehr. Der, die Knochenkeule. Ritualwaffe einer Goblin-Schamanin. Hiebwaffen. Ah, das brauchen wir nicht. Jagdpfeile. Obwohl, warte mal, die Jagdpfeile könnten wir ja eigentlich ihr geben, ne? Und Kurzbogen müssen wir auch mal gucken, was inzwischen bei der Elfe so angesagt ist. Das sollten wir vielleicht nicht unbedingt wegwerfen. Proviant nehmen wir mit. Wundbinden, das nehmen wir alles mit, alles mit, alles mit, alles mit. Gut. Ende. Die Götter. So. Jetzt wird's ja interessant. Was wird jetzt passieren, wenn wir zurück zu diesem... Landstreicher gehen, der hier ist. Bevor wir das machen, werde ich jetzt aber nochmal kurz ins Inventar gucken und mir mal dieses Buch angucken. Das große Buch der Abschwörungen. Benutzen. Warte mal, da steht noch was drauf. Halle der Antimagie. Beschäftigen Sie sich mit der neuen Falle Magica Infracta, die von vielen als Revolution der Antimagie gesehen. Mit diesem komplizierten Spruch lässt sich die Wirkung eines jedwegen bestehenden Zaubers gleich welcher Art aufheben. Das ist doch schon mal sehr gut. So. Der Held hat diesen Zauber bereits gelernt. Das ist ja gut. Das war jetzt Zurberan. Ich glaube, benutzen, ja, werde ich benutzen. So. Mit jeder Benutzung wird das Buch weniger wert. Wie man hier sieht. Jetzt ist es noch 20 Dukaten wert. Können wir das eigentlich auch benutzen? Nee, können wir nicht benutzen. Purpurne Tinktur, das Quest-Item. Ah ja, das war mit Muratori, hing das zusammen. Gut, also der Rest, den brauchen wir jetzt nicht. Diese ganzen Giftschaden, die werde ich mir mal irgendwann noch genauer angucken. Aber wir gehen jetzt mal zurück zum Landstreicher und mal gucken, was der uns zu sagen hat. Habt ihr den Gruß überbracht? Lasst mich raten, ich soll wieder einmal sterben. Wieder einmal? Das Ganze ist eine Münze mit zwei Köpfen.
Ich bin er, er ist ich. Was? Ich bin Sarino. Mein Bruder ist Onaris. Wir sind Zwillinge. Er war neidisch, eifersüchtig. Auf mein erfolgreiches Geschäft, auf meine Frau. Also hat er mir beides genommen. Vielleicht wollt ihr mir helfen, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Lasst mich raten. Wir sollen ihn töten, richtig? Alter Schwede. Die sollten mal dringend zur Familienberatung. Vielleicht zur Nanny sogar. Was ist passiert? Wie hat dein Bruder das alles angestellt? Ich war auf einer Handelsreise, als mich Räuber überfielen. Mein Bruder hatte sie bezahlt. Die Räuber haben mich jedoch nicht getötet, nahmen nur meinen Ring, meinen Ehering. Den trägt nun mein Bruder am Finger. Meine Frau erkennt ihn nicht. Eine schmerzhafte Erkenntnis. Tja, ein Beweis wäre ganz gut, damit wir wenigstens wissen, wer jetzt die Wahrheit spricht und wer nicht. Woher wissen wir, wer von euch die Wahrheit sagt? Ihr wollt einen Beweis? Ich habe keinen. Das trifft sich. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, fragt die Räuber, die mich überfallen haben, nach ihrem Auftrag. Sie hausen hier ganz in der Nähe in den Wäldern. Auf geht's. Das finde ich gut. Wahrheit herausfinden. Wir sehen, was wir tun können. Was mit der Belohnung eigentlich? Nur mal so als kurze kleine Nebenfrage von einem Zwerg. Und was gibt es bei der Sache zu gewinnen? Leider bin ich nur noch ein Bettler. Ach, verdammt. Das müssen wir es ja trotzdem tun. Vom Meuchelmörder zum Guttour. Na gut, Wahrheit herausfinden. Oder angreifen können wir sogar. Ich hätte mal die Wahrheit herausfinden. Wir sollten erst herausfinden, wer hier die Wahrheit sagt. Korrekt. Natürlich. Der Sergeant hat wieder mal recht. Dieses Buch, das dieser Sarino uns versprochen hat, klingt interessant. Onaris, Sarino ist sein Bruder. Ja. Ich sage, wir erledigen diesen Onaris. Du meinst Sarino? Ja, den Landstreicher. Das wäre doch Onaris jetzt gewesen. Ach, ist das verwirrend. So, Räuberlager, auf geht's. Zack, falls zack, ihr deswegen zack. Kommt, unser Palast ist unverkäuflich. Was? Welcher Palast? Das sind dann wohl die Räuber. Welch hässliches Wort. Welch hässliches Antlitz. Also, fragen wir mal nach dem Händler. Wir wollen nichts kaufen, wir brauchen eine Information. Informationen geben wir umsonst. Oh. Welcher Palast? Wie er wieder auf dem Palast ist. Welcher verfluchte Palast? So, Auftrag von Onaris oder Auftrag von Sarino? Also jetzt der Typ, mit dem wir gerade eben gesprochen haben, der hieß Onaris, das weiß ich noch. Frage ich mal nach Auftrag von Sarino. Wurdet ihr von einem Mann namens Sarino beauftragt, den Händler Onaris zu beseitigen? Nein. Aha. Mehr habt ihr dazu nicht zu sagen? Nein. Welcher verfluchte Palast? Warum so neugierig, kleines Männlein? Männlein? Zieh deine Waffe, Großling. Oh, hier geht's ja wirklich gleich los. Dammit. Wie viel sind das denn? 3 nur? 1, 2, 3. Ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. So, trotzdem mache ich hier nochmal kurz meinen Zauber. Zauberschutz, Zauberschwächung, Zauberstärkung, Meisterschutz. Da kommt der Falke geflogen. Ah, sehr gut. Tretet alle zusammen. Das gefällt. So. Und schmeckt meine Axt. Zähne. Irgendwie ist das immer Zähne, ne? So. Das hier ist Zurbaran. Den stelle ich mal ins Gebüsch rein. Und jetzt werde ich mal versuchen, ob ich hier direkt mit einem Feuerball 40% mache. Immerhin. Da konnte ich mal reinzwiebeln. So, der eine hat nur noch 8. Das ist ja hervorragend. Der andere 13. Dann werde ich das gleiche hier auch nochmal machen. So, wie viel haben wir hier jetzt? Ich sehe hier immer nicht die Anzeige, was für ein Prozentsatz hier
obliegt hier 53%. Immerhin mehr als bei Zurberan, aber eben in der Praxis dann doch wieder nicht mehr. Daneben! Hat auch gar nicht wehgetan! So. Ich find's so super. Denn eigentlich ist das für von Naurim ist es eigentlich zu erwarten, dass er der Tank ist, der nach vorne geht, weil alle über ihn drüber schießen können. Ich finde das, ich komme da einfach nicht drüber hinweg, dass das so lustig ist. So, auf geht's. Mal gucken, ob der Zurberan auch so weit schießen kann. Nee, darf er nicht. Deshalb laufen wir nochmal weiter. Aber hinter die Barrikade, damit er uns nicht so ohne weiteres treffen kann. Das gleiche machen wir auch mit dem Sergeant. What? Das kann er sehen. Da ist er nicht hinter der Barrikade. Damn it. Na, wie dem auch sei. Schmeck dieses hier. Bumm. 12 ist schon richtig gut, ne? Von der Fernkämpferin. Ich muss dringendst gucken, was die für noch für Muni hat. Nicht, dass die mir in einem Kampf plötzlich keine Munition mehr hat. Das sollte ich noch herausfinden. So! Jetzt ist aber gut hier. Zacko, zack, zack. 79%, das müsst ihr hinkriegen. Und welch ist er? So. 25 AP, Dankeschön. Oh, schon wieder Stiefel. Ach komm, die Jagdpfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Freunde. Jetzt muss ich ja doch nochmal in das Questlog gucken, weil ich bin so verwirrt, was diese Bruderliebe anbelangt. Grüßt Zarino von seinem Bruder Onaris. Tötet Onaris! Tötet Zarino oder Onaris? Sucht die Räuber, um die Wahrheit herauszufinden. Optional. Tja, haben wir sie jetzt denn herausgefunden oder nicht? Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist der Bruder... Also gab es keine... Ich meine, der hier ist lasst der Böse. Lasst meinen Bruder nicht leiden. Und hinterlasst keine Spuren. Wir sollten eher... Natürlich. Anderes. Diese... Ja. Du meinst... Ja. Also ich bin jetzt ja so ein bisschen verwirrt, weil das, was so schien, ist, dass der Zarino eigentlich derjenige ist, der die Wahrheit sagt. Denn die Räuber wussten ja nichts davon, dass er überfallen wurde. Lasst meinen Bruder... Komm, ich greife jetzt an. Das ist eine herzergreifende Geschichte. Aber dein Bruder zahlt besser. Jetzt bin ich mal gespannt. Immerhin sind die zu zweit. Ich dachte, das wird ja nicht viel bringen. 22 und 25. Der kriegt jetzt direkt von Anfang an ziemlich auf die Schnauze. Guck mal, der hat nur noch einen. Da kann ich ja tatsächlich mal mit Zurberan einfach nur hingehen und den nochmal anhusten. Ja. So. Der hier geht hier hin. So, wir haben Astralpunkte regeneriert und sind direkt nochmal dran. Ist natürlich hervorragend. Ach, dammit. Er hat auch schon eine Wunde. Und daneben. Könnte sogar sein. Nee. Dass wir jetzt fast schon den Kampf beendet haben. Ab jetzt vielleicht. Ja. So. Erfolgreich zum Mörder geworden. Ob wir da so. Ob ich das so gut finde, dass wir da so hineingezogen worden sind, das wage ich ja noch zu bezweifeln. Aber. Wenn wir jetzt schon niederträchtig meuchelnd durch die Lande ziehen, dann wollen wir auch bitte dafür bezahlt werden.
Mein Bruder ist tot. Ist nicht so laut. Es war mir eine Freude. Ihr seid jederzeit willkommen. Ja, gut. Jetzt würde ich ja noch gerne mal mit der Frau sprechen, aber auch das bringt ja nichts. Haben wir denn jetzt noch ein Buch bekommen? Abenteuerpunkte erhalten 100. Ha! Convocatium Glacium! Da können wir uns ein Eis zaubern. Ein Eis am Stiel. Ein seltenes Buch über die Beherrschung von Eis und Kälte. Enthält die Formel Corpo Frigo Kälteschock. Das kann der Rumpel noch nicht. Ach doch, kann er wohl. Kann er das noch nicht? Ja. So, Zurbaran kann jetzt auch diesen Zauber. Und eigentlich könnten wir jetzt diese Bücher verkaufen und uns so ein bisschen Kohle einheimsen. Was habt ihr anzu? Wenn ich jetzt tatsächlich nochmal einen magiebegabten Helden irgendwie kriegen sollte, dann tut's mir leid. Aber das ist jetzt zu viel Geld. Das sind 50 Dukaten. Jetzt 109. Und es gab nochmal irgendwo anders ein Buch. Die hier auch noch direkt mal verkaufen. So. Ich glaube, das war's jetzt. Ende. Die Götter mit... Mit euch. Ja, ich würde sagen, sogar die Götter mit euch, denn hier ist Folgenende. Wir haben gemeuchelt, gemordet und nun müssen wir uns schlafen legen. Von dem anstrengenden Meuchel-Business tagsüber. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö.